Ich brauche aber noch weiter Hilfe. Esel, wenn du auch gleich schon mal herkommst, denn deine Hilfe brauche ich auch. Das ist ganz wichtig. Und nachher noch mal zwei Leute. Es steht schon verheißungsvoll hier. Der Walter hat es dankenswerterweise hierher gestellt. Das ist das Clemensbier. Der Walter deshalb, weil der Walter die Idee dazu hatte. Und das ist allein schon ein Applaus. Über das Bier wird in der Bibel leider nicht so positiv gesprochen wie über den Wein, nämlich eigentlich gar nicht. Also über den Wein wird ja gesagt, dass er von Gott geschaffen ist und das Herz des Menschen erfreut und alle schöne Dinge. Bei Bier ist leider nichts da. Das ist tragisch, ne? Aber es hat trotzdem eine lange Tradition, gerade in Klöstern und Ordensgemeinschaften. Das sind nicht zuletzt die Klöster, die das Bier gebraut haben, als ein Fastengetränk erst einmal, aber das dann auch ausgebreitet. Dus jammer genoeg komt het bier van de Bijbel bekijkt van af en tegen de tegenstelling tot de wijn die hoog gelooft en geprezen wordt, maar het heeft in onze traditie wel een belangrijke plaats in het bier. Und wir haben diese Tradition fortgeführt und an dieser Stelle muss ich der Lese das Wort geben, denn sie ist dafür die Spezialistin, das heißt wieder stellvertretend, wie war Hermann, ihr Mann. Also, aber Ilse kann sozusagen dann via ihren Mann sprechen, denn der ist Spezialist beim Brauen. Ilse wird ausgenommen, um zu sagen, ob er mehr Platz braucht als sein Mann, weil der ist genau betrunken gewesen bei der Entwicklung von dem Bier. Die Frage ist, wie ist es zu diesem Bier gekommen? Wo ist es tot dit Bier gekommen? Belgien ist ein Bierland. En bij gelijk welke opening die er gebeurt, moet je iets speciaals doen. Als je dan Walter hebt, die helemaal het idee rond Clemenspoort, Clemens enzovoort. En als je bij je leden van je vereniging twee mensen hebt, waarom mijn echtgenoot en zijn vriend, waarbij het bierbrouwen een zeer uit de hand gelopen hobby is geworden. Als je die twee zaken bij elkaar krijgt, dan krijg je een Clemensbier. Het is gebrouwen. Het was een proefbrouwing. Dan hebben we dat ook met het koor geproefd. Ja, met iedereen moet zijn mening kunnen geven. Absoluut. En dan is het nog een beetje aangepast. Want het was in het begin voor velen onder ons een beetje flauw. Dus hebben we wat fijn bij aangebracht. U gaat straks dus een blond bier proeven. Het is niet zo zwaar, maar ik zal er mij toch niet in gooien. Nu, voor u straks naar buiten gaat, Ja, er komen enige factoren zitten daar samengekomen. België, Bierland, wenn das beste ins Geschick muss man das unterstützen, indem man ein schönes Bier trinkt. Die Idee von Walter, die Tatsache, dass der Ehemann von der Ilse und sein Freund leidenschaftliche Bierbrauer sind und so weiter. Das alles hat zu diesem Bier geführt. Wir haben mal eine Probe gemacht, haben mal vorgekostet im Chor. Dann hat es noch ein bisschen Farbe geschmeckt und haben noch das weiterentwickelt. Und Sie können nachher auch kosten, aber achten Sie drauf, es ist nicht ein ganz schweres Bier, aber seien Sie nicht zu großzügig mit dem Trinken. Das ist ja eine typische Kombination, was wir jetzt hier präsentieren. Ne? Das ist ein Stück echte Lebensqualität, also flämische Lebensqualität und kombiniert mit gutes Tun. Auch das hat wieder mit Walter zu tun. Also es schmeckt und jeder, der davon trinkt, unterstützt eine gute Sache. Ich sage mal, man kann auch mehr trinken. Bier staat ook voor de gouden Vlaamse combinatie. Je doet jezelf iets goeds en je doet iets goeds voor anderen. Elke slok die je drinkt maakt bij aan het goed doen. Es gibt verschiedene Weisen an der Mission der Redemptoristen teilzunehmen. Eine davon ist Bier trinken. In Hitten oder hier. Er zijn vele wijzen om deel te nemen aan de
ein bisschen gemerkt von der Rede Fester, unter anderem darum, Bier zu trinken. Und zwei aus unserer Reihe, die sind gestern schon da gewesen, um flämische Biere zu probieren. Darf ich euch beide einladen, dass wir das erste Bier probieren? Das sind der Andreas und der Johannes. Die sind gestern schon durch Geld gezogen. Ja? En dan staat het, is nummer 214 in de oefening.